Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Book of Unwritten Tales 2, dem wundervollen Abenteuer mit Wilbur Wetterquarz. Das ist der hier mit dem immer noch total hässlichen Backenbart. Ah, ekelhaft. Ah, Backenbart oder Koteletten? Megakoteletten, der Typ mit den Megakoteletten, sagen wir es einfach mal so. Immer noch ekelhaft. Ah, Igitt, egal. Wir sind also wieder hier und ich höre direkt was runter. Egal. Im Schloss des Grafen. Ich habe seinen Namen vergessen. Aber er heißt Graf. Er ist ein Graf, der in diesem Schloss wohnt. Und ein Faible für spitze Eckzähne hat. Keine Ahnung, was man daraus schließen könnte. Ich möchte mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, deswegen lassen wir das Ganze mal und wir schauen uns also noch ein bisschen um. Momentan sollen wir nämlich, weil wir der neue Igor sind, für den lieben Grafen eine Speise zubereiten. Wir müssen natürlich mal schauen, ob wir das auch schaffen können, ne? Hehe. Irgendwie, ja, wir können die Schublade öffnen. Aus irgendeinem Grund wird es nicht richtig angezeigt. Ja, weil wir nicht direkt da standen, aber hier können wir das machen. Cool. Yay, wir kriegen Besteck. Wundervoll. Ich glaube, das Einzige, was uns jetzt noch so fehlt, wäre eine Tischdecke. Ah. Ha. Stellen wir hier einfach eine leere Wasserschale hin. aber wo zum Teufel finden wir eine Fischdecke? Eine Fischdecke. So habt ihr auch nicht so richtig Lust auf eine Fischdecke, so wie ich. Meine Herren. Diese Fischdecken. Ah. So ein kleiner Bollerofen kann solch ein riesiges Gemäuer nicht einmal ansatzweise erwärmen. Hier im Flur ist es exakt so warm wie draußen. Das ist lustig. Ja, das ist ganz lustig. Ich stelle die Musik mal ein bisschen lauter, mal leiser. Man kann die nicht leiser stellen. Wie lächerlich ist das denn? Ich sprach halt lauter. So, okay. Das war jetzt gerade Zufall, weil das einfach da drüben mit dem Steck auch so war, habe ich gedacht, was, wenn hier drüben noch mehr ist? Hä? Der Ofen erinnert mich an den in meinem Klassenraum in Seefels. Der hatte auch ein kaputtes Rohr und war damit ziemlich unnütz. Allerdings sieht dieser hier weniger sympathisch aus. Ja, ich würde auch meine Hand freiwillig, glaube ich, nicht reinstecken. Aber hey, wir haben ein Tuch. Das müsste dringend mal Staub gewischt werden. Da es als Diener meine Aufgabe wäre, sage ich das allerdings besser nicht zu laut. Immer noch übrigens wunderschön, wie schnell Igor. Er ist ja jetzt Igor. Sich mit dieser Aufgabe abgefunden hat. Vermutlich war der Graf es irgendwann leid, ständig den Spiegel zu putzen. Oh Gott, dieses Bild da oben. Alter Schwede, habe ich mich erschrocken. Ich glaube, die haben mir wirklich den ganzen Mitarbeiter abgebildet. Ein sehr alter Spiegel. Aber bis auf ein paar stumpfe Stellen ist er noch gut in Schuss. Tja, bin mal gespannt, ne? Ob wir das Geheimnis des Grafen entdecken werden. Können wir den Kerzenhalter? Nee, können wir nicht verschieben, ne? Dann müssen wir jetzt einfach mal das Tuch über... Das sollte gehen. Ah, und das wird einfach ausgeblendet. So, sieht doch schick aus. Nein. Ah, Wilbur. Oh, es tut weh, es schmerzt. Warum tust du sowas? Oh Gott. Gut, dann Teller. Besteck. Glas? Kein Glas? Okay, dann quatschen wir mit Grafi Schreckimäuschen. Herr Graf? Ja, Igor? Ich habe den Tisch gedeckt. Ist es Ihnen so recht? Ja, sehr schön. Danke, Herr Graf. Oh Gott. Was zum Teufel? Wissen Sie, wo man den alten Hexenmeister begraben hat? Van Buren? Im Dorf, schätze ich. Oh Gott. Genau weiß ich es aber nicht. Das war lange vor meiner Zeit hier. Müssen wir ihm die Hand abhacken? Ich müsste wissen, was öffnen in der Sprache der Ratten heißt. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich spreche nur die Sprache der Fledermäuse. Zufälligerweise. Beeindruckend. Sagen Sie mal was auf Fledermäusisch. Ich höre nichts. Du vielleicht nicht, aber die Fledermäuse draußen im Flur kringeln sich gerade vor Lachen.
Ach ja. Wie war das mit Igor und seinem Anzug? Dein Vorgänger, Igor. Igor hat es sich im Keller bequem gemacht. Er hatte ein Bett, einen Schreibtisch, alles, was man so braucht. Ich denke, da du der neue Igor bist, gehört all das nun dir. Und Igors Anzug? Wird wohl bei seinen Sachen sein. Geh nur hinunter. Aber pass auf, es ist sehr dunkel dort. Genau. Ich kann mir ja eine Kerze mitnehmen. Und das halte ich für keine gute Idee. Sie werden vom Licht angezogen. Sie? Dinge, die in der Dunkelheit leben. Igor hatte gehörigen Respekt vor ihnen und traute sich nie mit Licht dort hinunter. Vielleicht ist der Anzug ja auch gar nicht so wichtig. Wenn Sie mich entschuldigen würden, die Arbeit ruft. Spute dich, das kleine Vögelchen ist nach oben gegangen, um ein Bad zu nehmen und kann jeden Augenblick wieder herunterkommen. Was befindet sich in den oberen Stockwerken? Nichts, was dich interessieren sollte. Dein Platz ist hier unten und morgen zeige ich dir noch den Keller und die Gruft. Kann es kaum erwarten. Weniger reden, mehr arbeiten, Igor. Oh, okay, verstehe. So läuft es hier also ab, ja? Nichts mit netter Arbeitgeber oder sowas, nein? Okay. Mistkerl. Nein, nichts mehr, was mich interessieren könnte. Ja, ist doch egal, Mistkerl. Tja, okay. Was sollten wir nochmal zubereiten? Der Graf wünscht einen Rucola-Salat mit Essig und Öl und mit Hähnchenbruststreifen für seine Verlobte. Okay. Den Teller habe ich schon. Fehlt nur noch alles andere. Ich glaube, die Hähnchenbruststreifen sind relativ einfach zu erlangen. Dazu müssen wir einfach mal nach draußen gehen können. Da, ganz unten in der Ecke kann man nach draußen gehen, meine Herren. Okay. Ich kann doch keins der Hühner schlachten. Und selbst wenn ich es könnte, ich will es nicht. Ja. Sicher, ich mag zwar Würstchen und Steaks und auch gegen ein gebratenes halbes Hähnchen habe ich nichts einzuwenden. Aber das ist was anderes. Die gebratenen halben Hähnchen laufen nicht durch die Gegend und gackern. Ich werde kein Hühnchen schlachten fürs Dinner. Es muss eine andere Möglichkeit geben. Ah, Unkraut. Perfekt. Rucola. Überall Unkraut und Unrat. Der Graf braucht tatsächlich dringend Unterstützung im Haushalt. Zeit, sich als neuer Diener nützlich zu machen. Andererseits habe ich es nicht so mit Gartenarbeit und man sollte es damit auch nicht übertreiben. Das war ja... Wow. Okay. Etwas Löwenzahn, ein bisschen Gras und sonstiges Unkraut. Stimmt, ist da auch Rucola dabei. Aus irgendeinem Grund wird da Rucola dabei sein. Ich werde... Okay, gehen wir doch einfach mal raus und ins Dorf oder hier rüber. Ist auch in Ordnung. Wilbur. Hi, na? Wusste ich doch, dass ich den Weg vom Schloss hierher zurückfinden würde. Und ich bin noch fast gar nicht in zwei Felsspalten gestürzt oder zweimal dieselbe. Gut gemacht. Ja, interessant ist natürlich jetzt, dass wir den ganzen Weg, den wir gebraucht haben, hier rüber eigentlich komplett, ja. Also, in der Zeit, in der wir hier rüber gerannt sind, hätte, glaube ich, die junge Kiki hier schon fünfmal hoch und runter rennen können. Aber egal, das mag uns ja, braucht uns jetzt gar nicht zu interessieren. Sobald ich das Buch aus der Truhe habe, steht mir eine lange Heimreise bevor. Ich weiß nicht, wer von den anderen mitkommt. Wenn ich sie darum bitten würde, kämen bestimmt alle. Aber in Seefels könnte es gefährlich werden und ich will nicht, dass jemand von ihnen verletzt wird. Das ist natürlich sehr, sehr rücksichtsvoll von dir, Wilbur. Esther? Ja? Die beiden hat es umgehauen, was? Ja, sie müssen ihre Batterien wieder aufladen. Du solltest dich auch etwas ausruhen, Wilbur. Du musst doch längst am Ende deiner Kräfte sein. Och, nö. Soll ich dir vielleicht etwas zu essen? Oh ja. Etwas zu essen wäre großartig. Ich habe Hunger, seit wir hier angekommen sind. Dann mache ich dir ein Würstchen. Nein! Das sind Timmys Lieblingswürstchen. Ich wollte ihm damit heute Abend eine Freude machen. Ich werde ihm helfen, Esther, ganz bestimmt. Ich weiß. Sei nur vorsichtig mit dem kleinen Kerl.
Solange er mit mir vorsichtig ist. Fertig. Vorsicht, heiß. Danke. Dankeschön, genau. Ja, oh, es ist süß von ihr. Frag mich, dass nur die Würstchen machen können. Irgendwas bestimmt. Du siehst nachdenklich aus. Ich habe darüber nachgedacht, was für ein glückliches Mädchen ich bin. Ja. Ich habe einen Partner, der mich liebt und einen tollen Sohn. Alle sind gesund und wir sind zusammen. Irgendwie denkt man über diese Dinge immer nur dann nach, wenn etwas Schlimmes passiert ist oder beinahe passiert wäre. Ich glaube, das Buch befindet sich in einer großen Truhe im Schloss, die mit 7 Siegeln verschlossen ist. 5. Kann ich dir helfen? Weißt du zufällig, was das Wort für öffnen in der Sprache der Ratten ist? Keine Ahnung. Ich glaube, eine Ratte, die wir die kennen, könnte das Wort kennen. Die hat immer ganz normal mit mir gesprochen. Und Ethel auch. Ja. Vermutlich sprechen sie nur untereinander in ihrer Sprache. Oh Gott, was jetzt? Ich bräuchte eine Hand. Oh Gott. Ja? Aus einem Grab. Natürlich aus einem Grab. Jemand Lebendigen die Hand abzuschlagen wäre doch irgendwie nicht nett. Es muss eine bestimmte Hand sein. Die des Hexenmeisters von Buren. Ich bin sicher, er liegt auf dem Friedhof im Dorf. Kein Problem. Welches Grab? Das weiß ich nicht. Das müsste ich schon wissen. Es würde lange dauern, sämtliche Gräber zu durchwühlen. Und wir könnten nie ganz sicher sein, ob wir die richtige Hand haben. Oh Gott, ist das krank. Also schön. Krank. Ich melde mich wieder. Ah, okay. Bis dann. Bis später. Oh Gott. Ah. Ah. Okay. Interessant. Betrachten wir mal den Friedhof. Da steht ja bestimmt irgendwo ein Buren dran oder so. Irgendwo hier müsste der Hexenmeister begraben sein. Ich sollte mir das genauer ansehen. No shit. Oh Gott, jetzt kommen die obligatorischen lustigen... Das hier ist der Grabstein der Familie Karloff. Lustigen Grabsteinsprüche? Es scheint sich immer um Familiengräber zu handeln. Praktisch, wenn man Platz sparen will. Das ist das Grab der Familie Lee. Es prakt. Lugosi steht auf diesem Grabstein. Der Grabstein... Auf diesem Kreuz steht Chaney. Hier liegt... Okay, wir haben Karloff, Chaney, Lee und Lugosi, ja? Oh Gott. Ja, kein Plan, was wir da nehmen sollten. Ich glaube, wir quatschen mal mit dem Herr Whale. Sieht nun weniger ängstlich und gestresst aus. Ja? Dabei steht ihm eine große Aufgabe bevor. Er muss das Dorf wieder mit Leben füllen. Ich sehe keinen Unterschied zu dem bei dem Typen. Naja. Hallo, Herr Bürgermeister. Hallo, Herr Wetterquarz. Und? Wie geht es Ihnen, so ganz ohne Angst? Fühlt sich gut an. Endlich habe ich Zeit, mich um neue Einwohner fürs Dorf zu kümmern. Hört, hört. Wie ist Ihr Plan? Ich dachte an eine Zeitungsanzeige. Ja. Düsterdorf. Verlassenes Dorf in verhexter Region sucht Bürger, welche die Häuser der zuvor verschleppten und ermordeten Dorfbewohner beziehen wollen. Bin ich sofort dabei. Wie klingt das? Weiß nicht. Meine Freunde oben am Lagerfeuer könnten eines der Häuser beziehen. Sie sind sehr nett und Gulliver und Nate sind geschickte Handwerker. Sie würden das Dorf in 0,0 wieder auf Vordermann bringen. Ich denke nicht, dass wir solche hier haben wollen. Aber das ist unfair. Stellen Sie sich vor, Sie sind Familienvater und hätten sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie und Ihre Frau arbeiten hart, Sie haben einen tollen Sohn und dann kommen Sie in ein Dorf, das dringend Bewohner sucht. Ja, aber es sind Zombies. Nein, es geht um Sie und Ihre Familie. Aber im Dorf lebt ein Zombie und der will Sie und Ihre Frau und Ihr Kind nicht, weil Sie anders sind. Er will nicht einmal mit Ihnen reden. Was würden Sie von so jemandem halten? Naja, so kann man das nicht. Also, ich könnte ja mal mit Ihren Freunden reden. Tun Sie das. Na bitte. Kaufen Sie vielleicht Salat? Nee, das hier ist ein Abenteurerladen. Abenteurer essen keinen Salat. Sie gehen in den Wald und erlegen ein Wildschwein.
Dann haben Sie wohl auch keine Hähnchenbrustfilets. Nee. Und Salatdressing? Essig und Öl? Auch nicht. Naja, Öl habe ich. Aber nicht das Öl. Die Krieger reiben sich damit gerne die Muskeln ein, damit sie in der Sonne glänzen. Oh Gott. Dann hätte ich das gerne. Wenn du mir versprichst, dass du dich nicht vor meinen Augen damit einreibst, gebe ich es dir sogar umsonst. Oh, oh, ho, ho. Okay, reiben wir uns direkt mal vor seinen Augen damit ein. Nachdem man den Hexenmeister geköpft, gehängt und gevierteilt hat, wo hat man ihn vergraben? Naja, hier und dort. Oh Gott. Seine Überreste wurden nicht in einem Grab beerdigt? Nein, man fürchtete, dass sein Bruder oder sonst jemand versuchen könnte, ihn wiederzubeleben. Also verteilte man seine Überreste feinsäuberlich auf mehrere Gräber überall im Land und keines trägt seinen Namen. Warum hat man Van Buren eigentlich geköpft und gehängt und gevierteilt? Ist das nicht ein wenig übertrieben? Man muss einen Magier oder Hexenmeister immer dreimal töten, damit er nicht zurückkommt. Das ist allgemein bekannt. Und warum hat man ihn erst geköpft und dann gehängt? Führt das nicht zu gewissen logistischen Problemen? Die ganze Sache damals war nicht optimal vorbereitet. Einige Magier wollten ihm lieber einen Holzpflock durchs Herz rammen, andere wollten ihn verbrennen. Du weißt ja, wie das ist. Ein wütender Mob, viele Meinungen. Am Ende konnten wir froh sein, dass er überhaupt hingerichtet wurde. Liegt ein Teil des Hexenmeisters auch draußen auf dem Dorffriedhof? Das darf ich nicht sagen. Wir haben geschworen, nie ein Wort darüber zu verlieren, in welchem Grab seine linke Hand und das rechte Bein liegen. Oh. Sagen Sie schon, in welchem Grab liegt er? Meine Lippen sind versiegelt. Wegen der Gräber auf dem Friedhof. Ja. Auf einem Grabstein steht Lugosi. Was können Sie mir über die Lugosi-Familie erzählen? Die Lugosis stellten jahrelang die Zahnärzte in Düsterdorf. Düsterdorf hatte einen eigenen Zahnarzt? Wir wurden dreimal hintereinander zum Hinterwäldlerdorf mit dem schönsten Lächeln gewählt. Leider wurde der alte Lugosi irgendwann etwas weich in der Birne, faselte von Außerirdischen und einem Plan, den er vereiteln müsste. Verstehe ich nicht die Anspielung. Von da an ging es mit der Zahnpflege im Dorf bergab. Die Familie Cheney, was können Sie mir zu denen sagen? Der alte Cheney war in seiner Jugend fahrender Schauspieler. Der einzige von uns, der jemals das Dorf für längere Zeit verlassen hat. Er muss recht erfolgreich gewesen sein. Den Mann mit den 1000 Gesichtern nannte man ihn. Hat sich später hier im Dorf zur Ruhe gesetzt. Sein Sohn hat den Theatervirus aber geerbt. Ist weggegangen, bevor das Unheil über uns hereinbrach. Dürfte ihm das Leben gerettet haben. Die Familie Lee, eine alteingesessene Familie im Dorf? Wer? Ach so, die Lees. Ja, die sind waren ja alteingesessen. So? Was können Sie mir über sie erzählen? Also, da gab es Schildhand Lee, der war Schmied und seine Frau Feuermarie, die war sehr heiß. Aha. Ich glaube, ich weiß, was ich wissen muss. Nein, nein, ich will doch die andere. Ich will doch wissen, was mit den Karloffs war. Karloff steht auf einem der größeren Gräber. Große Familie. Der junge Karloff war ein Riese von einem Mann. Bärenstark, aber ein freundliches Gemüt. Als die Schrecken aus dem Wald kamen, wurde er von einer Mumie erwischt. Wie die meisten anderen, die im Wald verschwunden sind, konnten wir ihn nicht beerdigen. Im Grab auf dem Friedhof liegen nur seine Vorfahren. Okay. Ich denke, ich gehe dann mal weiter. Ciao, ciao. Wie geht es Miss Kiki? Hat sie ihre Klauen schon im Grafen versenkt? Was meinen Sie damit? Ein heißer Feger wie Miss Kiki dürfte ungeduldig werden, wenn sie nicht bald sein Gold erben und hier verschwinden kann. Ich hoffe, der Graf ist vorsichtig.
Aber die beiden lieben sich doch. Ja. Sie haben sich per Zeitungsanzeige kennengelernt und es ist nicht sehr nett, so etwas von anderen Leuten zu denken, Herr Whale. Oh Gott. Oh Gott. Oh, habe ich mich erschrocken. Hallo? Muss mich getäuscht haben. Oh, holy shit, habe ich mich erschrocken. Oh, das könnte mir nicht antun. Oh, das kann man doch nicht. Oh, das kann man doch nicht machen. Das kann man doch nicht machen. Oh Gott. Oh Gott. Puh. Esther? Ja? Wegen der Siegel. Oh Gott, Alter. Man hat von Buren im Grab der Familie Lee begraben. Oh Gott. Da bin ich mir ziemlich sicher. Fein. Brauchst du nur die Hand? Oder soll ich dir noch etwas anderes mitbringen? Die Hand reicht. Ich gehe gleich los. Oh, ich könnte bei der Gelegenheit schauen, ob ich eine neue linke Niere finde. Du bist nicht böse, wenn ich nicht mitkomme, oder? Nein, kein Problem. Kannst dir die Hand später hier abholen. Danke. Krank, ey. Ah, herrlich. Okay, bis dann. Bis dann. Frag mich auch, ob wir doch ein Würstchen uns holen könnten. Bin mal gespannt. Okay. Lass uns doch mal in den Wald gehen. Nanu, warum taucht man denn jetzt hier auf? An den Baum hatte Lissy ihren Köder für Timmy angebracht. Einen blutigen Stofffetzen. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass Timmy sich davon nicht anlocken ließ. Okay. Ob Lissy ihre Werwolfsfalle mitgenommen hat? Oder liegt sie noch immer dort unter dem Laub? Wenn die Falle noch da ist, könnte sie mir helfen, Timmy zu fangen. Es wäre eine gute Möglichkeit, Timmy festzusetzen, ohne ihm weh zu tun. Ob Lissy ihre... Na, dann nimm sie doch. Was zum Teufel, dann nimm sie doch. Wenn die Falle... Ja, dann nimm sie doch, dann guck doch mal nach. Ah. Na? Ja. Die Falle ist noch da. Könnten wir hier... Wenn noch ein wenig Timmy im Werwolf steckt, muss das funktionieren. Timmy liebt Bratwürstchen. Das Öl, ey. Wie er sich weggeschlichen hat. Oh Gott. Oh nein, er ist glatt drüber gesprungen. Ganz ruhig, Timmy. Au! Oh, ich weiß, dass du da drin hat bist. Hat er sich gerade echt beißen lassen? Ein Werwolf hat bestimmt kein Interesse an Bratwürstchen. Das warst du. Kämpfe dagegen an. Scheiße. Ah, Mist, ey. Wie machen wir denn das? Wie können wir denn Timmy irgendwie wieder zur Normalität verhelfen? Ich weiß es echt nicht. Egal, ich würde mal sagen, wir lassen ihn erstmal da drin, ne? Viel Spaß und so. Timmy, bist du da drin? Irgendwo unter all den Muskeln und Zähnen steckt eine verängstigte Ratte. Ich weiß es. Ja, aber leider können wir mit dieser Ratte nichts anfangen. Deswegen würde ich mal sagen, ich hoffe mal, diese Folge hat euch soweit gefallen. Wir haben hier einen verrückten Wehrratten-Ding-Wolf eingesperrt. Und, alter Schwede, ne? Halt die Klappe, Remus. Und ich würde sagen, ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns dann daran machen, Timmy zu befreien, beziehungsweise erstmal den Salat zu machen. Salat hat Vorrang, definitiv. Deswegen müssen wir das machen. Also, meine Lieben, nochmal ganz kurz. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Bussi, Bussi.